Saatgut ist die Grundlage der Landwirtschaft, weltweit. Auch Suryani in Indonesien sät die Samen, hegt und pflegt sie, bis sie die Ernte einbringen kann. Davon ernährt sie ihre Familie und nimmt einen Teil beiseite für die nächste Aussaat oder den lokalen Markt. Das ist ihre wirtschaftliche Grundlage. Außerdem optimiert sie mit ihrem Wissen das Saatgut. So passen sich die Pflanzen vor Ort immer besser an, werden robuster und ertragreicher. Bauern und Bäuerinnen wie Suryani haben so seit Generationen unzählige Pflanzensorten entwickelt. Diese Vielfalt ist die Grundlage für die Zucht neuer Sorten und damit die Versicherung für unsere zukünftige Ernährung. Doch dieses Saatgutsystem ist in Gefahr, denn internationale Saatgutkonzerne machen Druck. Sie wollen, dass Staaten ihr kommerzielles Saatgut mit einer Art Patent schützen, dem sogenannten Sortenschutz. Was gut klingt, hat aber negative Auswirkungen. Denn ein strenger Sortenschutz verbietet Bäuerinnen wie Suryani den Verkauf oder Tausch geschützter Sorten und schränkt selbst die Vermehrung für den eigenen Gebrauch ein. Grundlage hierfür ist ein Abkommen namens UPOV 91. Es wurde 1991 von Industrieländern ausgehandelt. Die Schweiz verlangt in Freihandelsabkommen, dass Entwicklungsländer ein solches Gesetz einführen und somit den freien Zugang zu Saatgut stark einschränken. Wovon die Saatgutkonzerne profitieren, Bäuerinnen wie Suryani aber existenziell bedroht werden. Denn Suryani kann nicht mehr über ihr Saatgut verfügen, sondern muss es nun teuer kaufen. Dies beraubt sie ihrer Grundrechte, erschwert ihre Ernährung und reduziert die Sortenvielfalt. Das dürfen wir nicht zulassen. Wir fordern daher von der Schweiz, auf strengen Sortenschutz in Freihandelsabkommen zu verzichten. Was die Entwicklungsländer brauchen, ist mehr Flexibilität bei der Gesetzgebung. Denn ihre Ernährungssicherheit hängt vom freien Zugang zu Saatgut ab. Auch die von Suryani.